Willkommen zurück zur Folge 225 meines Minecraft-Let's Plays. Jawohl. Ich hatte hier einen kleinen Cut. Und ich muss mich beeilen. Ich habe für morgen keine Folgen mehr. Ich kann schon fast sagen für heute. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. So. Ich gehe ja schon. Komm her, Kollege. Oh. Hau ich auch noch daneben, ey. Alter. So, komm, gib her. So, wir wollten gerade Wolle holen, glaube ich. Und, diverse Sachen. ja, durch den mehr oder weniger unfreiwilligen Cut und die zweitägige Pause muss ich jetzt echt schon wieder überlegen. Das ist echt schlimm in letzter Zeit. Was ich aber gemacht habe, ich habe heute mal vor dieser Aufnahme hier, obwohl ich wusste, dass ich eine Folge brauche, experimentiert. Und zwar habe ich an unserem Spawnpunkt da hinten, hier kriegen wir die Wolle doch gar nicht. Na egal. Oh, hier hat es nicht weiter gebräutscht, oder? Weiß ich nicht. Ja, komm, nehmen wir das auf jeden Fall mal mit. Ich habe an unserem Spawnpunkt da hinten mal in einer Kopie der Welt eine Eisengolem-Farm gebaut. Ist im Dschungel doch nett versteckt und ich finde, es ist echt annehmbar, was dabei rausgekommen ist, so rein optisch, eben weil es versteckt ist. Und ich habe nicht, wie man das so allgemein aus Tutorials kennt und weiß der Geier, wie viele Stationen gemacht, wie viele Spawnlisten und weiß der Geier, ne? Die brauchen ja immer alle mehrere Türme und über mehrere Etagen. Ich habe einfach nur eine Etage gebaut und habe dann getestet, bin ins Dorf gegangen, habe mich da auf ein Dach gesetzt und war 30 Minuten, sagen wir mal 45 Minuten AFK, so ein paar Videos auf YouTube geguckt und habe ich überhaupt eine Schere? Oh ja, eine fast kaputte, ja super, aber wir haben hier noch Eisen. Bin dann wieder zurück und habe mal geguckt, was in den Kisten so war und ich sag euch, das reicht. Dadurch, dass das hier, ich war ja weit genug weg, es war ja gleichzeitig getestet, ob das weiter funktioniert. Ja, und wenn man dann bedenkt, dass das permanent sammelt, Mist, ich hätte, wir brauchen doch dunkelgraue Wolle. Oder sollen wir einen braunen Teppich machen? Könnten wir auch. Aber haben wir auch nur zwei Schafe, ne? Ja, das war natürlich jetzt wieder sehr, sehr geschickt. Aber gab es noch eine Farbe, die wir haben wollen? Ich glaube nicht. Nehmen wir aber trotzdem einfach mal alles, was hier so an Farbe ist. So. So, lasst mich mal wieder raus. Und ich würde auf jeden Fall sagen, anhand dieses Tests, das werden wir machen. Ich gehe jetzt mal, wo war denn der Spawnpunkt? Da müsste er sein. Irgendwo hier hinterm Bauernhof. Ja genau, da ist der Waypoint da hinten. Hier müsste er. Ja, da kommt der Teich. Der kleine. Und da drüber habe ich das halt, wie gesagt, gesetzt. Was ich mir dann noch genauer ausdenken müsste. Wo die Golems dann getötet werden. Also hier drüber habe ich das gebaut. Das passt ungefähr von den Maßen, dass das genau drüber sitzt. Ist also eine ziemlich gewaltige Geschichte. Und auch von der Höhe her. Naja, zum Glück stehen hier die Dschungelbäume. Das ist echt unser Vorteil für die Geschichte. Hier waren, glaube ich... Ja, genau. Das habe ich doch gehofft, dass die hier sind. Die waren bei meinem Test nämlich auch da. Holen wir uns schnell mal ein paar Tintensäcke. So. Ich habe dann die Golems einfach hier ins Wasser fallen lassen.
Ne, also gar keinen Fallschacht gemacht, sondern einfach nur die hier ins Wasser fallen lassen. Und da, wo sie runterfallen, hier ungefähr in der Mitte, sie weiter runterplumpsen lassen, hier rüber geführt. Hier ist eine Schlucht, in der wir auch schon mal waren. Oder zumindest kommen wir da relativ schnell in eine Schlucht. Ja. Dass die da ins Wasser fallen, da unten weiter transportiert werden, hier irgendwo dann getötet werden. Und ja, dann gucken wir mal. Hier ist wie gesagt eine Schlucht, in der wir auch schon mal waren. Wie wir da genau reinkommen, weiß ich nicht. Das habe ich nicht geguckt. Auch das könnte hier sein. Okay, hier lang sind wir nicht da rein. Sonst wären hier Fackeln. Aber hier kämen wir rein. Oh, da ist sogar Eisen. Auch wie nice. Da hinten kann man auch durch. Aha. Da sieht man schon Licht. Da ist die Schlucht. Da ist Lava. So, und da irgendwo kommt man raus, wenn man hier in die Richtung weiter buddelt. Könnten wir, das wusste ich jetzt natürlich nicht hier, das finde ich cool. Den Eingang könnten wir dann sogar nutzen, um die Sachen abzuholen, die da gefarmt werden. Das ist also eine Aktion, die ich in nächster Zeit mal angehen werde. Oh. Never dig down. Beziehungsweise guck mal nach unten, bevor du was tust. Hopp, hopp, hopp. So. Da wir hier allgemein ganz gut ausgeleuchtet gebrauchen können für die Golem-Farm, um keine unnötigen Entities hier zu haben, machen wir hier jetzt noch ein paar Fackeln hin. Aber das soll es dann jetzt auch gewesen sein. Ich wollte das eigentlich nur kurz zeigen, kurz erklären, was ich mir da überlegt und ausgetestet habe. Und dann werden wir das in nächster Zeit mal angehen. Vielleicht auch mit Turtle, wobei ich mir da, ja, wäre für die Grundplattform, man braucht ja 20 mal 20 Plattformen, das zweimal auf jeden Fall, wäre so eine Turtle vielleicht ganz nett. Wo geht's jetzt lang? Da geht's lang. Oh Mann. Moment. Zu Hause ist an, Endportal ist an. Okay, der rote ist zu Hause. Also in die Richtung. Können wir noch einen Baum mitnehmen? Komm. Wo wir schon mal hier sind. Wir hatten zwar gerade erst Holz gefarmt, aber so viel war das ja auch nicht, ne? Nutzen wir das noch aus, nehmen noch ein paar Bäume mit. Jetzt haben wir natürlich wieder keine Saplinge zum Nachpflanzen. So, oh, ein Äpfelchen, sehr schön. Komm, schmeiß mir mal so ein paar Schäpplinge runter. Ah, komm, hauen wir hier auch noch weg. Also das weiß ich wie gesagt noch nicht, ob ich da Computercraft auch schon für einsetze, aber denkbar wäre es. Weil es halt, ja, diese Plattform, da bietet sich so eine Turtle für an. Hier wäre auch so ein Runterweg möglich. Oh, guck mal da. Oh nein, Minecraft abgestürzt. Das ist ja jetzt wohl nicht wahr. So. Hoffentlich. Ja, doch. Passt mit dem Speicherstand. Ich hasse es, wenn Minecraft abstürzt. Oh, da haben wir jetzt auch dann wieder. Hoch. Zwei Saplinge. Ich denke mal, da könnte jetzt noch der ein oder andere kommen. Ach, Musik habe ich vergessen wieder anzumachen. So. Zack. Ja, wie gesagt, die Eisengolem-Farm werden wir in nächster Zeit mal angehen. In die Richtung ging's. Und dann hat sich nämlich Eisenprobleme auf jeden Fall erledigt. Habe ich die jetzt gerade. Habe ich die noch? Ja. Oh, gut, so viele waren es nicht, wäre nicht das Problem gewesen. Wo kommt man denn hier wieder raus? Da. Da. Hab. So, sind wir jetzt hinterm Haus? Ja, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch wieder zum Bauernhof. Und hoffen, nee, habe ich nicht in der Tasche. Und hoffen, dass wir da noch ein paar Knochen rumliegen haben. Das war
von der grauen Wolle was machen können. Ey, Alter, hier ist das aber auch teilweise dicht besiedelt hier. Ich mir auch noch überlegt habe, wir können noch irgendwo eine Bibliothek bauen. Dementsprechend sollten wir vielleicht die Kühe mal füttern. Jetzt hauen wir uns mal den Apfel rein. Lauter Sachen, viel zu tun. Ja, da haben wir doch noch. So. Klappt das? Ich weiß es nicht. Das ist Grey Dye. Wollten wir hellgrau? Ich weiß gar nicht, wie kriegt man das denn noch heller? Hellgrau. Oder machen wir dunkelgrau. Das ist eine gute Frage. Und wir testen einfach mal. Ne, können wir nicht. Egal, komm. Das nehmen wir mal mit, was wir jetzt so haben. Brauchten wir auch noch weiß? Ne, weiß brauchten wir nicht mehr. Ne, haben wir glaube ich auch noch hinten. Egal, stecken wir aber auch mal ein. Dunkel wird's. Und die Kühe könnten wir mal füttern. Hey, und dann habe ich schon wieder eine ganz schöne Menge verquatscht, nur um zu sagen, dass ich mich für eine Golem-Farm entschieden habe. Junge, Junge. Achso, was ich da noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, ob ich die Turtles dafür schon nehmen werde, weil spontan wüsste ich jetzt kein Programm dafür, es sei denn, ich würde es selber schreiben, was auch nicht so schwer sein dürfte, aber ich kenne mich nicht mit Lua noch nicht so aus. Da müsste ich mich also mit befassen. Und das, wofür ich ursprünglich gedacht habe, so zum ein bisschen zum Meinen. Das ist zu dunkel, oder? Gucken wir mal zum Vergleich die. So. Ja, warum nicht? Ich meine, da kriegen wir jetzt eh keine Unmengen, weil wir jetzt jeweils nur, ich möchte nicht so viele Schafe einfärben. So. Aber vielleicht machen wir noch wirklich braun. Braun haben wir 32. Dann müsste ja eigentlich reichen. Ich glaube, das machen wir auch. So. Komm. Dann haben wir nur die verschiedenen Grautöne hier schon mal. Zum zukünftigen Weiterfarmen. Ist auch schon mal nicht schlecht. Komm. Mal weg. So. Noch ein weißes. Ja. Ich möchte nämlich nicht unnötig irgendwelche Farben haben. Irgendwelche Farben. Ja, was war das denn für ein Satz? So. Zack. Zack. Hier mal ein bisschen für Kühe Nachschub sorgen. Dass wir uns demnächst nochmal Leder holen können. Haben wir alle? Man kann nicht vorstellen. Ah, jetzt hier. Da waren noch welche. Noch eine ohne Fahrschein? So. So, vermehret euch. So, okay. Ja, Schweine, ihr steht auf Karatten. Die habe ich nicht in der Tasche. Ja, euch brauchen wir aber auch nicht. Da wollte ich hin. Ja, haben wir hier auch Kartoffeln drin? Tatsächlich. Können wir doch mal zusammenpacken. Brauchten wir noch was? Brauchten wir noch was? Ich weiß es nicht mehr. Blöd, blöd. Aber gut. Ich muss hier jetzt eh wieder, sobald wir im Haus sind, einen Cut machen, damit ihr diese Folge morgen bekommt. Beziehungsweise gleich. Mach aber dann direkt weiter. Und dann bauen wir da hinten kurz aus.
Ja, und da hätte ich euch auch noch was zu erzählen. Ach ja, gut, aber das sehen wir dann morgen. Tschüss.